Hi zusammen, nachdem ich jetzt knapp 3 Monate nicht da war und meine Zeit im Krankenhaus verbracht habe, kam ich dann wieder zurück ins Büro und dachte mir, hier muss was anders werden. Ich hatte ja meine ganzen Poster-Designs alle in einem schönen kleinen Regal eingeräumt, das habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Aber jetzt dachte ich mir, das nimmt so viel Platz weg und ich musste mal was anders machen. Deswegen kommen jetzt meine ganzen Poster-Designs in einen Ordner. Dieser hier. Habe ich mir extra geholt. Ich habe mir vorsichtshalber schon mal 3 geholt. Und ich dachte mir, während ich die ganzen Poster einsortiere, zeige ich euch bei der Gelegenheit gleich mal auf YouTube alle meine Designs, die ich im Moment als gerahmte Poster verkaufe. Denn ich habe die hier noch gar nicht gezeigt. Ein gerahmtes Poster, wie man es bei mir bekommen kann, sieht dann so aus. Kommt dann fertig gerahmt und kann direkt aufgestellt oder aufgehangen werden. Es hat einen schicken kleinen Aufsteller. Genau. So sehen die Bilder dann aus, wenn sie gerahmt sind, aber ich lagere sie natürlich nicht gerahmt, weil, wie man sieht, das ist so dick hier. Da würde ich das die ganze Wohnung vollstellen, denn ich arbeite ja noch in meiner Wohnung. Ich habe ja kein eigenes Büro. Aber jetzt geht's los zu den ganzen tollen Designs. Oh Gott, ich brauche Kraft. Oh, das hat man jetzt bis China gehört. Ich liebe diese Illustration von Tulpen. Oh, was für ein Gefuddel. Meine lieben, süßen Aquarelltulpen. Die habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Ihr kennt sie natürlich alle schon. Aber die gibt es als Poster zu kaufen mit einem schönen Lettering drunter und Tulpen und natürlich dem Symbol der Zuneigung unten drunter geschrieben. Denn ich finde die Blumenbedeutungen immer so interessant und so wichtig, vor allem wenn man sie verschenkt. Denn es gibt für jeden Anlass eigentlich eine Blume und ich finde das einfach richtig schön. Dann die Lieblingsblume meines Freundes, die Sonnenblume, habe ich extra für ihn gemalt. Denn wir haben auf dem Balkon versucht, kleine Sonnenblumen zu ziehen. Das hat bei unserem kleinen, süßen Balkon leider nicht geklappt. Deswegen habe ich ihm eine gemalt. Und die gibt es natürlich auch in eingerahmt. Denn ja, ich habe die ganzen Motive jetzt hier in solchen schicken Klarsichthüllen drin. Das macht es echt praktisch und dann kann ich immer umblättern und mir die richtigen raussuchen. Und vor allem, ich habe einen Überblick, wie viele Poster es immer noch gibt. Das nächste Blumenmotiv ist die Rose. Übrigens, das Video könnte ein bisschen länger dauern. Es könnte sein, dass ich nachher ein bisschen vorspule, aber ihr wollt wahrscheinlich mein ganzes tolles Gelaber zu jeder einzelnen Blume oder zu jedem einzelnen Poster ganz genau hören, deswegen labere ich noch ein bisschen weiter. Bei der Rose gab es übrigens einen Riesenstreit, weil mein Freund meinte, die ist nicht rot genug. Na gut. Dann das, was gerade total abgeht, was alle lieben, ich übrigens auch, sind Pfingstrosen. Das Symbol der Heilung. Das ist gerade bei mir persönlich ganz, ganz wichtig, denn mein Freund wird jetzt die Tage erfahren, ob er gutartigen oder bösartigen Krebs hat. Und ich finde, das Symbol der Heilung passt gerade wie die Faust aufs Auge. Vor allem, nachdem man ja, also ich, diesen Winter, ich kann schon gar nicht mehr reden, meine Mutter verloren habe. Und jetzt habe ich keine Lust, noch jemanden zu verlieren. Deswegen ist das gerade ganz präsent in meiner Wohnung. Und ich denke auch gerne daran zurück, wie ich diese Blume gemalt habe. Und dazu gibt es übrigens auch einen großen Post auf Instagram. Gut, weiter geht's mit dem nicht mehr so ganz persönlichen Gelaber. Das Fensterblatt oder die Monstera. Ich liebe es. Also es ist so hübsch und ich habe so viele davon gemalt und konnte mich nicht entscheiden, welche ich jetzt drucken lassen soll. Es ist aber diese hier geworden. Aber dieses Blatt, weil es ja keine Blume ist, hat leider keine Bedeutung. Ein etwas anderer Stil ist mein Löwenzahn. Ich liebe den total. Ich habe den mal für Ostern gemalt. Jetzt kriege ich das hier nicht rein. Und
Er ist mit Tusche geoutlined und dann mit Aquarell ausgemalt. Natürlich wieder das Löwenzahn-Lettering unten drunter. Und im Rahmen sieht das richtig schick aus. Dann ein Bild, wo ich zum ersten Mal meine Sennelier-Farben damals ausprobiert habe. Das sind die Himbeeren. Und ich war total begeistert, dass Sennelier damals mein Bild dann auch gepostet hat. Das, ja, da ist mir das Herz aufgegangen, das Künstlerherz. So ein Repost von der Marke, mit der man gearbeitet hat, ist natürlich immer wahnsinnig schön. Zu den Kosmos. Das ist auch ein sehr wichtiges Bild für mich, denn das waren die Lieblingsblumen meiner Mama. Und ja, auf Deutsch heißen die Schmuckkörbchen, haben leider. Ich habe keine Bedeutung gefunden, für mich haben sie eine sehr große Bedeutung. Und ich habe meiner Mama auch das Original davon zur Verbrennung mit dazu gegeben, in einem kleinen süßen Holzrahmen, ohne Glas natürlich. Und dieses Bild ist quasi jetzt für immer im Original bei meiner Mama. Deswegen ist mir dieser Kunstdruck auch so sehr wichtig. Und der musste halt auch einfach in den Shop. Und ich hoffe, er gefällt euch auch. Das nächste Blümchen ist die Lilie. Die habe ich auch schon auf Instagram quasi totgetreten. Die kennt ihr natürlich. Und ja, das Symbol für Licht, Hochachtung und Zuneigung. Und die Lilie wird natürlich auch gerne benutzt, wenn jemand verstorben ist. Die ist halt einfach das Symbol der Zuneigung. Deswegen musste sie hier mit rein. Das war's mit meinen Blumenillustrationen. Jetzt kommen ein paar Sprüche. Ich dachte mir, es muss mehr Motivation geben und schlechte Tage gibt's genug. Deswegen habe ich mich ein bisschen fokussiert auf lustige Sprüche oder Sprüche, die, ja, die einen aufbauen. Und ich fand, ja, dieses Aquarell, das ich gemalt habe, passt von den Farben halt total schön, weil es halt so kräftige, bunte, leuchtende Sommerfarben sind. Deswegen, today is a good day. Einer meiner Favoriten. Dann was Lustiges. It's sushi o'clock. Man kennt ja die anderen Poster, wo dann drauf steht, it's coffee o'clock oder tea o'clock oder was auch immer. Aber so als, ja, waschechte Halbasiatin ist es natürlich Sushi. Was total Schlichtes für den Eingang. Musste natürlich her. Deswegen gibt es bei uns im Flur ein schlichtes Willkommen. Und die meisten Poster habe ich tatsächlich echt eher für mich illustriert oder gestaltet. Denn ja, ich wollte unsere Wohnung ein bisschen hübscher machen und mehr ausfüllen mit Bildern, denn ich liebe Bilder an der Wand. Und als ich dann fertig war, war dann die Idee da, okay, lass sie doch einfach mal in den Shop wandern. Und das Mai, das finde ich auch sehr wichtig, denn ich finde irgendwie alles wichtig, ne? Ja, gut. Wenn man nicht immer schlechte Laune hat, wenn man vielleicht sogar Depressionen hat, here I am, dann gibt es ja viele Affirmationen oder Verhaltensregeln, die man so an den Tag legen sollte. Und eine von diesen Regeln ist, morgens dran zu denken, zu lächeln, bevor man aufsteht. Deswegen kommt das hier, also ist das hier im Schlafzimmer. Und ich male eigentlich sehr, sehr viele Poster, wo Smile draufsteht oder kleine Aquarelle oder so. Immer steht Smile drauf, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Home, sweet home. Es ist ein Poster, das ich auch schon nach Korea geschickt habe, meine Herzensheimat, zu meiner Familie. Und da hängt es jetzt auch im Hausflur und es macht mich irgendwie total glücklich, dass das hier, was ich gemacht habe, in einem koreanischen Hausflur hängt. Also, ja gut, ich bin halb Koreanerin, ich war noch nie da, ich bin total traurig deswegen. Und deswegen macht es mich umso glücklicher, dass ein klitzekleiner Teil von mir schon dort ist. Think less, do more. Das ist etwas, das ich echt mal mehr beherzigen sollte, denn ich zergrüble eigentlich immer alles. Aber ich sollte auch öfter auf dieses Poster gucken, ganz ehrlich, ich sollte es öfter tun. Dann was, was ich für meine Freundinnen und werdenden Mütter oder inzwischen schon
fertiggebackenen Müttern gemacht habe. Welcome to the world, little one. Ja, das sagt eigentlich schon alles, oder? Also, genau. Das ist ein Poster, das hat mein Freund gestaltet. Denke dran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt. Heute, hier, jetzt. Und gerade für uns, die wir doch immer in unserem Kopf drinne hängen und uns alles zergrübeln, das bedeutet, wir sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit mit unseren Gedanken. Gerade wir sollten öfter im Hier und Jetzt sein und einfach mal schauen, okay, hey, ich mache gerade ein Video für meinen YouTube-Kanal. Es ist völlig egal, ob das Video ankommt, ob ihr das mögt oder nicht. Also natürlich hoffe ich, dass ihr es mögt, aber in diesem Moment zählt, dass es mir Spaß macht, dieses Video zu machen und ich mein Büro neu ordne. Das ist doch eigentlich das, worauf es in diesem Moment ankommt. Dann ein schöner neuer Spruch, den ich auch wieder mit meinem kleinen Löwenzahn illustriert habe. Immer wenn du aufgeben willst, denk daran, warum du angefangen hast. Und gerade der Löwenzahn, das fand ich so niedlich, weil man kennt ja die ganzen Bilder, wo ein kleiner Löwenzahn sich durch eine Betondecke gefressen hat. Und er hat damit angefangen, weil er irgendwann mal da stehen und blühen wollte. Deswegen finde ich dieses Poster halt auch so schön. Jetzt noch etwas Universelleres. Be happy. Mit meinen Aquarellblumen, die ihr ja auch schon aus dem letzten Jahr von Instagram kennt. Ja, die Poster sind über eine längere Zeit entstanden, deswegen sind hier auch viele Illustrationen bei, die schon ein bisschen älter sind und die ihr vielleicht schon kennt. Aber ich dachte mir, ich zeige euch nicht immer gleich das fertige Poster, weil jetzt gibt es die große Überraschung. Ja, hier ein schöner Spruch von Coco Chanel. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Ja, muss man dazu eigentlich noch mehr sagen? Coco Chanel kennt jeder, liebt jeder von uns, hoffe ich doch. Also vielleicht. Ich möchte euch ja nichts in den Mund legen, aber also der Spruch ist einfach schön, oder? Dann nochmal meine süßen Tulpen in anderer Verwendung. Change your thoughts. Thoughts? Mein Gott, ich kann nicht reden. And you'll change your world. Und das stimmt halt auch. Also, ich weiß nicht, ich sage irgendwie zu jedem Post das Gleiche. Ja, stimmt, ja, es ist so wichtig für mich, aber es ist halt einfach so. Deswegen habe ich sie ja gemacht. Und hier ist noch was ganz Süßes. Also, ich finde es süß. Ich lege euch das jetzt einfach in den Mund, dass ihr das auch süß findet. Aber große Dinge beginnen oft ganz klein. Auch wieder mit einem kleinen Blümchen. Und es gibt viele Leute, die sich damit gut identifizieren können. Hier etwas, das bei uns im Wohnzimmer hängt, was wir uns auch öfter mal sagen müssen. Du darfst glücklich sein. Ja, denn oft hat man ja Schuldgefühle oder Bedenken oder fühlt sich nicht gut genug, fühlt sich nicht fleißig genug. Unsere Gesellschaft ist ja ganz groß darin, uns klein zu machen. Und wir vergessen dabei oft, dass wir halt auch glücklich sein dürfen. Und das allein nur, weil wir existieren. Es braucht keinen größeren Grund dazu. Wir dürfen glücklich sein. Das ist unser Naturrecht, unser Anrecht. Und das zu verinnerlichen, ist gar nicht so einfach für manche Leute. Manche Leute. Ich kann echt nicht mehr reden im Moment. Und ja, deswegen war mir dieses Poster halt auch so wichtig und es hängt bei uns im Wohnzimmer neben der Tür. Das ist etwas, das mich als Selbstständige natürlich anspricht. Immer wenn ich irgendwie Sachen wieder aufschiebe, ne? Get things done. Einfach mal machen. Nicht aufschieben, nicht zu viel grübeln, einfach mal machen. Zum Beispiel auch das viel zu lang aufgeschobene Aufräumen meines Büros, so wie ich jetzt gerade hier dran arbeite. Das ist etwas, da musste ich an meine Großeltern denken, denn sie hatten so einen schönen Spruch im Haus, also einen Willkommenssegen. Freude dem, der kommt, Friede dem, der hier verweilt und Segen dem, der weiterzieht. Ich finde, das ist einfach ein schöner Spruch, der den Gast empfängt und auch wieder verabschiedet, wenn man geht. Und ich finde sowas einfach total schön und ja, es gibt sowas Herzenswarmes, finde ich. Noch ein schöner Spruch mit süßen kleinen gelben Illustrationen und
einer angegüldeten Schrift und dann noch etwas, das ich für die Mutter meines Freundes mehr oder weniger gemalt habe oder was sehr zu ihr passt. Home is where your heart is. Und so als norddeutsche Seele. Das ist natürlich ein Leuchtturm, der oben ein bisschen im Traumland verschwindet und Blumen dazu. Und natürlich angelehnt ans Friesenblau in Blau. Und hier etwas, was kürzlich eine ganz neue Bedeutung für mich bekommen hat. Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Das passt ja zu dem, du darfst glücklich sein und du darfst auch dafür sorgen, dass du glücklich wirst. Und ich kriege irgendwie Gänsehaut, wenn ich mir diesen Satz so wirklich wahrhaftig anhöre oder anschaue. So, jetzt ist der Ordner voll. Zum Glück habe ich mehrere davon. Bis gleich. Da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Postern. Nee, Quatsch, das ist ja das gleiche Video. Also, den Spruch kennen wir doch alle oder viele. Ich bin jetzt bereit, abgeholt und ans Meer gebracht zu werden. Und dazu einen etwas verkleinerten Kunstdruck von meiner Illustration, die ihr schon kennt. So, hier das Original. Ein bisschen, ein Müh verkleinert ist es ja. Ja, aber der Kunstdruck ist natürlich erschwinglicher als das Original und das Original gibt es ja nur einmal. Deswegen ist das doch eine gute Methode gewesen, für euch dieses Bild zur Verfügung zu stellen. Dann was Lustiges, was sich an die Weihnachtszeit anlehnt. Kuchenstücke unter 300 Gramm sind Kekse. Mit meinen Keksillustrationen, die habe ich in einer Challenge gemalt für Johanna Fritz, also bei Johanna Fritz mit ihr, eine Challenge von ihr, genau, von ihr muss es heißen. Und da ragt mir irgendwas ins Bild. Geh weg. So. Also irgendwie kann ich zu jedem Bild einen halben Roman erzählen, aber gut. Das ist das gleiche Bild, das ihr hier seht. Also so sieht es bei mir aus und so dann bei euch, wenn ihr es bekommt, mit Rahmen und Plexiglas vorne dran und Aufsteller und alles schön. Und bei mir sieht es so aus. Hier sind ein paar... Ja. Geht zu. Hier wird es jetzt ab jetzt wohnen, nicht mehr im Regal, sondern hier. Da ist es dann auch besser geschützt vor Licht und Feuchtigkeit und Staub und der kleinen Katze, die überall drin rumwühlt. Weil im Ordner, der kommt dann in den Schrank und dann ist jut. So. Ein Leben ohne Kuchen wäre möglich, aber sinnlos. Das ist eines meiner beliebtesten Postkartenmotive und deswegen gibt es das jetzt auch, also das heißt jetzt schon länger als Poster. Du musst dir schon selbst Konfetti in dein Leben pusten. Das ist auch wieder so ein Spruch, den könnte man sich sehr zu Herzen nehmen, denn der passt eigentlich auch dazu, zu den ganzen anderen Sprüchen von wegen, du musst glücklich sein. Denn es stimmt ja auch. Wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Und ein Spruch, den ich total lustig fand, der öfter mal bei Konditoren oder so vor der Tür steht. Je mehr du wiegst, desto schwerer kannst du entführt werden. Schütze dich selbst und iss Kuchen. Ich finde das gut. Also, ja, wenn ich irgendwann mal wieder, also immer wenn ich Kuchen kaufe, dann denke ich daran. Ne? Ich will ja nicht entführt werden. Das ist eine Illustration, also ein Poster, das wunderbar in ein Kinderzimmer passt. Und es ist auch schon in einigen Kinderzimmern und es macht mich total freudig. Es macht mich total glücklich, dass das auch bei Freunden von mir schon hängt. Und ja, das ist einfach schön. Und jetzt geht's los zu den Kinderzimmerbildern. Träum schön, unsere kleinen süßen Eulen mit dem pastell-türkisgrünen Hintergrund und dem süßen Sternenhimmel. Und ja, bist du das? Bist du wach? Musst du schlafen? Ja, ne? Für die kleinen Leute, die anfangen, laufen zu lernen, gibt es den süßen kleinen frechen Flitzer. First Steps. Hashtag. Nicht vergessen, ne? Wir sind ja alle wir sind alle top modern. Und der süße kleine Waschbär, kleiner Racker auf seiner Lianenschaukel.
Ja, gut. Auch ein sehr schönes Kinderzimmerposter. Und ein zweiter kleiner Waschbär. Im anderen Stil, im Aquarell. Ja, ich mag Waschbären und ja, ich fand es total toll, dass im Krankenhaus, wo ich gewohnt, sage ich schon, wo ich die letzten 3 Monate war, dass da ganz viele süße Waschbären waren, vor allem auch mit Baby-Waschbären. Und ich habe das Bild schon vorher gemalt, also keine Sorge, es kam nicht deswegen, aber das passt doch wieder wie die Faust aufs Auge, oder? Ja, jetzt was ganz Lustiges, finde ich zumindest. Ich habe 2 Spiegeleier gemalt. Hier ist Nummer 1. Und hier ist Nummer 2. Und ich finde es einfach total lustig, die beiden in der Küche aufzuhängen nebeneinander. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach lustig. Noch ein Spruch, den sich mein Freund gewünscht hat. Realize, realize, realize. Kram, kram, wurschtel, wurschtel. Es geht weiter mit einem anderen Haussegen, der auf meinen Großeltern hing. Ja. Bewahr dies Heim vor Sturm und Feuer. Du lieber Gott, das Haus war teuer. Ich fand das so lustig. Ich habe mich halt bis jetzt, also bis ich diese Poster entworfen habe, konnte ich mich an diesen Spruch erinnern. Deswegen muss der einfach hin, weil ja, das Haus von meinen Großeltern wurde ja jetzt zwar leider verkauft, als mein Opa gestorben ist, aber bei diesem Spruch muss ich halt einfach immer an meinen Opa denken. Hier was ganz Süßes für alle verliebten Pärchen. Love is all you need oder all you need is love. Und dann etwas, was wir alle im Büro kennen, ne, aus dem Büroalltag. Mir reicht's, ich geh schaukeln. Mit einer kleinen Schaukelillustration. Ja, gab's auch wieder ganz viel Streit mit meinem Freund, weil er das Bild nicht schaukelig genug fand, aber ich fand es total schaukelig und bla. Ist halt echt anstrengend, wenn man zum Partner einen Designer hat und man selbst in dem Bereich arbeitet und er einem dann da immer seine gut gemeinten Ratschläge gibt. Ja, manchmal höre ich auf ihn, manchmal nicht. Ich fand das Bild schaukelig genug. Was meint ihr? Dann noch was, was aufmuntern soll. The person reading this is beautiful. Also die Person, die das liest, ist wunderbar. Ganz im Gegensatz zu diesen ganzen gemeinen Sprüchen von wegen, wer das liest, ist doof oder so. Oder wer das liest, ist hässlich. Ich finde das einfach so gemein, weil sich sowas halt echt in vor allem junge Gehirne einbrennt. Und Glaubenssätze erschafft. Und deswegen finde ich positive Glaubenssätze so wichtig. Denn ich hatte davon in meiner Jugend oder Kindheit fast keine. Also ich kann mich an keine erinnern, die positiv waren. Und es ist so schwer, die wieder umzubauen. Deswegen finde ich es sehr schön und wichtig, auch gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, wenn man sich halt klar macht, oder sich affirmiert, dass es einfach, dass man schön ist und dass man nicht abhängig ist von Marken oder Klamotten, von teuren iPhones oder was auch immer. Dann etwas in einem anderen Stil. Von dem Stil werde ich garantiert noch mehr machen, weil es hat super Spaß gemacht. Ein Kreidetafelstil und der passt super gut zu dem Rahmen, habe ich festgestellt, weil es dann aussieht wie so eine richtig alte Kreidetafel in so einem Holzrahmen, also was unsere Großeltern hatten in der Schule. So in etwa wirkt das dann. Und das passt halt auch super zu allen Bürohengsten oder Stuten, die wir so haben. Mein liebstes Heißgetränk ist der Kaffee, Wodka, Valium, Latte, to go. Ja, muss ich dazu noch mehr sagen. Wir wollen alle diesen Kaffee, oder? Dann noch was ganz, ganz Eindrückliches und einfach. Es kann so einfach sein. Think positive. Denk positiv. Denk gut. Verstärke deine guten Gedanken. Und wie es zu dem anderen Poster passt, wenn du deine Gedanken veränderst, dann änderst du deine Welt. Und das hier ist mein Bestseller, was mich total freut, weil ich jetzt diese Pfingstrosen total mag. Immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem. Und
ja, also schön, einfach schön. Und vor allem freut es mich halt, dass das, warum auch immer, also ihr liebt es am meisten, dieses Poster. Es gibt auch andere, wo ich gedacht habe, die würdet ihr viel mehr mögen. Aber es ist das, genau. Und als letztes nochmal eine Kreidetafel, ein Cocktailrezept. Und ich glaube, davon werde ich echt noch mehr machen, weil es hat so viel Spaß gemacht, diesen kleinen süßen Cocktail hier zu kreiden. Und ja, das macht sich halt total gut in der Küche oder wenn man jetzt ein Esszimmer hat oder wenn man sogar eine Bar hat. Und wie gesagt, mit dem Rahmen ist das einfach erste Sahne. Also es sieht richtig gut aus. So. Das war's mit meiner riesigen Rundschau. Moment, jetzt wird's laut. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mal bei mir im Shop nachgucken. Es gibt all diese Poster, halt je nachdem, wie viel noch auf Lager sind, immer bei mir im Shop. Die werden dann gerahmt zu euch geschickt. Natürlich noch total süß verpackt mit ein paar Extras dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren, denn es wird hier ganz viel Zeugs über Aquarell geben. Und ich mache ja natürlich noch meinen Aquarell-Blumenkurs, den es dann bald als Videokurs gibt. Und ihr könnt mir gerne eure Fragen unter meine Aquarell-Videos posten und ich versuche sie dann alle im Kurs zu beantworten. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!